So, da mag ich einig. Ja. So. Du lieber Gott, für Speis und Trank, sagen wir dir herzlich Lob und Dank. Amen. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie bei vielen anderen Behinderten auch, ist Heinz Hallwachs voll in die Familie integriert. Und längst hat er seine Füße in hochsensibilisierte Organe und Werkzeuge für alle Lebensbedürfnisse verwandelt. Fern vom Trubel der Städte liebt der Künstler die Ruhe, Sanftmut und Schönheit seiner Heimat. Hier findet er auch die Motive für seine Arbeiten. Wenn ich irgendwo einkaufen fahren muss oder sonst irgendwas, also was außerhalb vom Haus ist, da bin ich abhängig davon. Aber nur da herinnen im Haus, da bin ich selbstständig. Ja, zuerst war es ein Hobby, ja. Nur so frei zeichnet halt, was mir runtergekommen ist. Und jetzt mache ich schon mehr beruflich Sachen. Als Kontergan-Opfer wurde Heinz Hallwachs ohne Arme geboren. Hochbegabt nahm er schon als Jugendlicher Unterricht bei namhaften Malern. Der Künstler stellt daher einen hohen Anspruch an die professionelle Qualität seiner Arbeiten. Thank you.